Aber es ist doch gut für unsere Augen. Das Schöne ist, wenn man bei Farbe Zitronen sucht, gibt es den Wikipedia-Eintrag gelb. Wikipedia versteht Männer. Natürlich versteht Wikipedia Männer. Von Männern für Männer. Ich habe ja lange mit einer Glas- und Keramikdesignerin zusammen gewohnt und die wollte mich dann auch immer aufklären in Sachen so wie Anthrazit. Ja, das ist schwarz. Lass mich in Ruhe, Alter. Benutz bitte Worte, die ich kenne. Sonst können wir ja gleich irgendwie Englisch. Okay, Englisch. Da können wir gleich Französisch reden. Niemals. In der letzten Folge. Daddy. Ja. Krach, bumm, alle tot. Richtig, wir haben alles. Ich dachte, das wäre die vorletzte Folge gewesen. Ja, du weißt ja immer der letzte gesamte Spielabend. Ach so, ja, es ist möglich. Ich wusste nicht, dass er noch im Spielabend war. Meinst du, ich höre uns selber zu? Also, das ist schon immer ein bisschen schwierig. Ja, Krach, Bumm, alle tot. Wir haben alles umgemorscht. In extrem. Und dann waren wir coole Dudes und so. Außerdem haben wir jetzt quasi voll die Spur, um da alte Arschlöcher aufzureißen. Kavan dreht Gilfporn. Das war, glaube ich, nicht der Fall. Wolltest du nicht alte Arschlöcher aufreißen, Junge? Gilf Ja. Anal ist da das Beste. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das privat und nehme das nicht auf, ja? Das Ja, du, behauptet er aber jetzt. Kavan. Ach so. Ja, der Cyberaugen, der nimmt das generell auf, nicht wahr? Ja. Na gut, dann gibt's vielleicht doch Pornos. Yes. Das Ding ist, irgendwann kam ja auch schon mal ein Spieler mit, nee, 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 nee. Das, klar, habe ich das da jetzt nicht und so, aber ich nehme ja jede Sekunde meines Lebens auf und lösche die erst nach 48 Stunden. Und dann dachte der sich, nachdem ich ihn zerhackt hatte, oh, Nicht ärgere mich. schlecht. Warum habe ich ihm das eigentlich gemacht? Deswegen macht man das auf einem nicht hackbaren Medium, weil da kein Wi-Fi dran ist. Ja gut, aber wenn sie über deinen Comlink reinkommen, haben sie Zugriff auf deine Augen und können den Datenstrom umleiten. Das ist richtig, das ist doof. Wenn ich will, finde ich da immer eine Möglichkeit, ist mir doch Aber scheißegal. wenn die auf meinem Comlink sind, dann können sie auch einfach die Nein. Aufnahme starten. Nein. Das Doch. geht nicht. Nein, nein. Das muss schon ein bisschen umständlich sein. Naja, eigentlich ist das so einfach. Aber umständlich. Wo bleibt denn der Spaß, wenn es immer so einfach ist? Deswegen hast du ja auch eigentlich, nimmst du alles aus, machst du alles aus. Also ja, stimmt das. Ah, stimmt. Da war ja was. Eigentlich. Ja, viel Spaß und bleib geil. Freunde. Der Sonne. Wer ist hier mein Freund? Auf mich zu beleidigen. Alles klar. Afka? Da hat er recht. Ah, Ruhe. Why? Ach so, okay. CA. Ist furchtbar, wenn man sowas lustig findet. Auf jeden Fall. Us. Ein paar Tage später. Mehr als eine Woche. Nee, viel mehr als. Alter, das sind 2 Wochen, habt ihr fast frei. Hat man Vicky festgenommen, weil sie auf der Straße stand und die Straße begatten wollte. Ja, aber das hast du nicht mitbekommen. Schade. Aber ich. Nee. Warum nicht? Warum solltest du das mitbekommen? Weil ich an der Quelle sitze. Welche Quelle denn? Den merkwürdigen Herren nordeuropäischer Abstammung. Nee. Also. Der Zwei ist zu. Wochen später. Der ist zu überhaupt nichts nütze. Das stimmt nämlich. Genau. Kriegt ihr The Order mit Sack und, nee, anders. Ihr kriegt folgende Ansage, dass Jojo mit einem dicken, fetten, richtig geilen Candy Van vorbeikommt
und ihr alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles reinpacken sollt, was ihr euch irgendwie vorstellen könntet, benötigen zu wollen, außer Fressalien. Und Schlafsack. Und die wisst dann, wo es hingeht und fährt mit euch los. Und man überquert durchaus Moskauer Grenzen, also zieht euch anständig an, kaut kein Kaugummi an der Grenze, grüßt die Leute, ne, und so weiter. Aber die Ecke machen dürfen wir noch, ja? Wird? Die Ecke machen dürfen wir noch. Solange wir dabei nicht Kaugummi kauen. Was ist denn die Ecke machen? In die Ecke kacken, versucht er rein. In die Ecke machen. Hier kackt nur einer ins Auto. Das stimmt. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Transportfahrzeug ein Klo gibt. Da musst du mit Jojo aushandeln, ob du in die Ecke kacken darfst. Also. Das ist nicht mehr, das steht auch nicht so spezifisch in der Nachricht. Der hat da einfach nicht dran gedacht, das ist echt schlecht. Ja, siehst du mal, einmal mit Profis arbeiten. Ja, kann nicht jeder wissen, dass ihr einfach so eine Bande von Nicht-Fäkalienspeicherbesitzern seid. Den Flattermann hältst du gefälligst aus dem Fenster. Ja, krieg da auch mal einen Frischluft ab. Einmal im Jahrzehnt muss das ja sein. Quark, der ist ein anaerobes Wesen. Der fühlt sich am wohlsten in dunklen Höhlen. jetzt weiß ich, wie ich mein Ding nenne. Grottenolm. Grottenolme sind super. Ja. War das nicht dein Straßenname schon? Quasi fast. Meine? Oh. Nee, Wanderzarts war. Nein, da, also auf TikTok. Das war Taschenelf. Ja, aber der neue Straßenname sollte dann Grottenolm sein, weil er doch mal in diese Trollgrotte reinkriechen wollte. Stimmt. Bin mir da ziemlich sicher, dass das so war. Der Grottenolm. Halt mal still, Baby, ich muss noch den Kühlschrank reintragen. Er wollte einfach nochmal von vorne anfangen und wollte sich nochmal gebären lassen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin manchmal etwas unreif. Das Gefühl haben wir auch. Seht ihr, ich wusste es. Andere machen einfach nur so eine komische, sehr verstörende Zeremonie und drücken sich da irgendwie durch andere Leiber durch und unten durch und so, aber ihr wollt direkt, na gut, okay. Man muss ja nicht alles so abstrakt halten, stimmt schon. Ja, mal endlich den Real Deal machen. Nägel mit Köpfen. Ja, dann packe ich mal meinen Kram zusammen und warte auf Jojo. Irgendwann klingelt es an deiner Tür. Wenn du an deine Klingel gehst, heißt es Candy Van. Candy Van, ich komme. Und genau das mache ich dann auch. Und dann spritzt er voll gegen die Tür. Ich spritze die Tür sogar auf. Es gibt Zeiten, da wünsche ich mir die Grille zurück, Danny. Die was? Die Grille. So. Die darfst du ja nicht mehr benutzen. Will ich nicht mehr. Ist nicht mehr Creative Common. Das war noch nie Creative Common. Ich meine natürlich, die habe ich selber aufgenommen. Im Sommer war ich extra in Italien für. Hab ich neben die Zikaden gestellt und dann ging's los. Total toll von dir, dass du das gemacht hast. So eine Opferungsbereitschaft. So ist es nämlich. Ja. Yep. Der macht öfter Berufsreisen. Bei der letzten Runde hat er auch eine Berufsreise gemacht. Alles klar. Ich werde nicht nach Moskau fahren für diese Runde. Was? Warum nicht? Monetas, Monetas. Das ist ja wohl kein Grund. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Grund, wenn ich ehrlich bin. Nur aus deiner Sicht der Dinge. Genau. Also ich fahre auch nach Moskau, solange du bezahlst. Wenn dich das irgendwie entlastet oder so. Wir machen jetzt Patreon auf. Für $5 pro Tag bekommt ihr einen feuchten Händedruck von uns an eurem Sterbebett und das Donation Goal ist dann natürlich, dass wir alle nach Moskau fahren oder was. Das Problem ist, wenn wir einen feuchten Händedruck an jemanden geben müssen, wenn der stirbt, dann müssen wir da hinreisen, das kostet Geld. Bullshit, wenn er stirbt, wird er sich wohl kaum noch daran erinnern und selbst wenn, was will er machen, sagen, ich habe all die Tage umsonst mein Geld an die Wichser und jetzt sind sie nicht mal hier, aber wem will das denn dann noch erzählen? Ja, aber das können wir jetzt ja nicht so verbreiten, das funktioniert ja nicht. Das schneide ich raus. Außerdem,
wenn dann der Hinterbliebene klagt, dann haben wir die ganz große Arschkarte. Wir sind hier nicht in America, hier wird nicht geklagt. Wir machen das ganz einfach. Wir machen die japanische Variante. Wir bieten einen benutzten Schlüpfer, handsigniert. So ein guter alter Schmuggelschlüpfer. Haha, Schmuggelschokonüsse. Hättet ihr das nicht im Winter losschicken können? Die Schokolade ist weich. Was war das letzte? Sauerkirsche. Gut. Aber ja. Wenn da Sauerkirsche ist, dann ist ja ne, Schokolade und Kirschgeschmack. Das muss ja von Julio kommen. Nein. Meinst du, wenn die rote Zore mal wieder da ist? Sie. Oder dir irgendjemand mal wieder kräftig den Arsch aufgerissen hat. Nein, du verstehst das falsch. Ich reiß Ärsche auf. Und dann ziehst du den Leuten noch deine Unterhose an. Bist du ein Schwein? Demütigung war richtig. Okay, mit dem lege ich mich nicht an. Candyman, genau. Wimmelbahn. Candyman. Du musst weiter singen. Candyman. Das war aber halbherzig. Nö, das war voll in der Intonierung von Psycho Dad. Los, einsteigen, die Tür ja. Automatisch. Ja, ist ja gut. Gefälligst schneller. Hüpf da rein. Kobold. Dir fällt leider auf, dass dir bei der Ausstaffierung dieses Fahrzeugs kein Kindersitz mitgeliefert wurde. Wir müssen noch einen Kindersitz besorgen. Carbon hat doch einen. Nein. Stimmt, Carbon hat einen. Wir nehmen Carbons. Scheiße. Ey, glaubst du, ich lass mich anhalten? Also, nö. Kann ich mich nicht einfach im Handschuhfach verstecken? Das wird aber ungemütlich auf Dauer. Außerdem habe ich schlechte Erfahrungen damit, Leute in kleinen, abgeschlossenen Behältnissen zu transportieren. Das hätte aber mehr Würde. Nein, hätte es nicht, glaub mir. Ja gut, ich hasse mein Leben. Ich glaube, ich kaufe mir demnächst meinen eigenen Sitz. Und jetzt schleppe ich dann von Auto zu Auto. Ja, das gefällt mir. Ich werde ihn dir dann nachts klauen und neu beziehen lassen, heimlich. Scheiße. Hier, ich komme rein bei dir. Ich brauche irgendwas mit programmierbarem Design, dann kann ich mir das zurückprogrammieren. Ich kann ihn ja trotzdem überziehen lassen, über den Stoff mit dem programmierbaren Design. Ich habe sogar die Angst, dass du es tun würdest. Ja, natürlich würde ich es tun. Wir fahren unterdessen. Zu Carbon. Auch bei Carbon kommt irgendwann die Klingel. Candyman. Ja. Trab an, tragen helfen. Was? Trab an, tragen helfen. Wieso tragen helfen? Das ganze Zeug. Er nimmt seinen Hausstand mit. Was willst du da alles mitnehmen? Die Drohnen? Ich finde es gut, dass sie mir kein Stück zugehört hat. Was ja doch natürlich weiß doch. Ich, was da alles mit soll, aber die können doch alleine fliegen. Die haben nicht so eine hohe Reichweite. Hä? Und die Zeppeline können nicht alleine fliegen? Ach, wie nutzlos. Also die können schon alleine fliegen, aber die können nicht. Ne? Die können Position halten, mir auch nicht. TikTok, du musst mal hochgehen, ihm tragen helfen. Ich räum derweil das Auto um. Aha, natürlich. Schickst du den kleinsten an den größten Job. Du bist mir eine. Ich bin nicht viel größer als du. Nur einen halben Meter. Mhm. Das ist aber ein entscheidender halber Meter bei unserer Körpergröße. Ich trab hoch zu Carbon. Ja, der kriegt eine Drohnenhalterungstasche, die genauso schwer ist wie er. Nee, deine Drohnen sind nicht so fürchterlich schwer. Ich weiß, aber die Tasche. Ach so, natürlich. Da ist ja der Sprit. Da ist ja der ganze Sprit und so weiter drin. Scheiße, das ergibt Sinn. Ja.
Ja, dann mühe ich mich mal kurz ab, das Ding hochzuheben. Guck Karban an. Ernsthaft. Du könntest auch diese Reisetasche nehmen, wo meine Gewehre drin sind. Und meine Waffe. Ernsthaft. Was kann ich dafür, dass du so klein bist? Ich hasse euch. Lass sie nicht fallen, die Dinger sind teuer. Mhm. Sind ja auch meine, ne? Nein. Siehst du, also was interessiert mich, ob die Dinger teuer waren? Na, sagen wir es mal so, du könntest den ganzen Scheiß auch abarbeiten. Also meinst du, was mein Lohn für Stunden für Schlepperei ist? Habe ich einen Stundensatz oder wackelst mit den Ohren? Ah, ich spreche mal kurz mit Jojo, dann kannst du, die haben bestimmt noch ein Bett frei oder ein Zimmer frei, da kannst du es abarbeiten dann. Na, hätte würde auf jeden Fall mehr Spaß machen als das hier. Oh, ich schicke dir die Rolle vorbei, kein Problem. Und ich meine jetzt nicht die weiblichen. Ach, immer entspannt, da geht das schon. Siehst du? Außerdem müssen wir das hier noch mitnehmen. Er greift in seinen, nimmt er sich in den Kühlschrank, holt so einen Träger Bier raus. Hm? Den brauchen wir auch noch. Ja, sicher, alles. Und dann legt er den oben drauf auf die Packung, die du gerade trägst. Oh. Und wenn du jetzt alles fallen lässt, dann kriegst du kein Bier, siehst du? Mhm. Sehr schön. Scheiße. Ja, ich kipp mich dann mal Richtung Auto. Ja, ein bisschen links, quasi noch, so ein bisschen rechts schwankend. Du siehst quasi aus dem Augenwinkel noch, wie Kavan sich quasi um ein drohnenähnliches Dingsbums kümmert, was irgendwie und er wird das mit Trocken- und Feuchtnahrung befüllt. Ich will's gar nicht wissen. Süß? Genau. Wenn ich sie schleppen muss, interessiert es mich nicht. Sag mal, Daddy. Ja? Wer kümmert sich denn um Roger? Wer sich darum kümmert? Hm. Naja, wie lange plane ich denn hier weg zu sein? Da war ich keine Zeitangabe in der Mail drinne. Dann ist da ein Automatismus drin. Tja, ja, aber das Vieh muss sich ja auch bewegen. Es muss scheißen. Auch das muss es. Natürlich, er hat ja durchaus ein luxuriöses Equipment quasi mit Laufband, Scheißgrube und dieses automatische Futterdings. Da kommt er mit Sicherheit eine Woche hin. Und dann habe ich immer noch einen Automatismus, dass ich jemand Bescheid sagen kann, der dann alles wieder auffüllt, beziehungsweise einmal mit dem Rutscher spielt. Wer ist das denn? Ja. Freya wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage, wem vertraue ich denn so sehr, dass ich den in meine Wohnung lasse und dass ich weiß, dass die Wohnung danach nicht kaputt ist? Destiny! Vicky oder der Schwede? Ja, eher dem Schweden. Wollte schon sagen, Vicky, was hast du denn mit dir? Also, nur weil ich mal ein paar Mal mit dir geschlafen habe. Einmal. Ah ja, einmal. Ruhig bleiben, meiner. Ich weiß, es kam sehr lang vor, aber. Ja, der Schwede ist tatsächlich, glaube ich, das Valideste. Ich habe überlegt, ob es vielleicht die Konstantin noch oder so, aber es ist vielleicht auch nicht so gut. Nee, der bringt nur irgendwelche Vibesvolk bei mir in die Wohnung und dann kommt der mit der Küchenmaschine nicht klar. Und dann versucht die Küchenmaschine ihn vielleicht, ich weiß ja nicht, wie Herb so drauf ist, wenn der Fremde Eigens findet. Es kommt vielleicht nicht so gut. Ich weiß es, aber ich werde es dir nicht sagen. In jedem Fallus. Vermutlich muss der Dude öfter mal vorbeikommen. Ich habe ja irgendwann mal gehört, dass Hunde Rudeltiere sind und relativ schnell vereinsamen. Ja, er kommt dann, er kriegt halt eine Nachricht, ne, dass ich ganz dringend weg muss und er sich doch gelegentlich einmal am Tag, nochmal zu, Das Beste wäre tatsächlich sogar, wenn er Roger so lange zu sich holt, denn Hunde sind tatsächlich Rudeltiere, die mit Einsamkeit nicht gut klarkommen. Das stimmt. Ja, er soll Roger zu sich holen. Dann habe ich das natürlich anders vorbereitet, dass er halt einen Sack Trockenfutter und das Futter quasi da stehen hat, dass er das einfach nur mitnehmen muss. Das ist überhaupt ja kein Problem. Er merkt höchstens an, dass er nicht
Also er lässt sich eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass du nicht klagst, wenn seine Killerkampfschildkröten Roger verprügeln. Killerkampfschildkröten, kenne ich die? Sind die gefährlich? Können die meinem Roger was tun? Du hast noch nie seine Schildkröten gesehen. Nein, er schickt dir ein Bild. Das sind halt echt kleine, verdammte Landschildkröten. Nicht mal Schnapp, sondern so eine kleinere Art. Ja. Und die sind in dem Terrarium. Gut, sie sind weggesperrt. Ich bitte darum, dass sie weggesperrt bleiben. Er wird es dir garantieren. Super, dann ist alles gut. Ich habe eher die Vermutung, dass der Hund mit denen spielen würde oder so ein Shit. Na, man weiß ja nicht. Ich meine, die klappern über den Boden und sind lustig, warum nicht? Es ist Roger. Das stimmt, der hat Schiss. Alles erklärt, kein Problem. Das sind Dinge, die sich bewegen, von selbst. Ja, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Hast du ein Glück, dass Oscar zu Hause bleibt? Yeah. Hast du ein Glück? Die beiden hätten bestimmt viel Spaß miteinander. Bestimmt. Sehr viel. Danach könnte ich Roger in die Psychiatrie einweisen. Aber warum? Es ist doch nur ein armer, kleiner, unschuldiger Waschbär. Ein armer, unschuldiger Bandit. Der ist halt einfach größer als der scheiß Pudel, Junge. Der ist einfach viel zu aggressiv und das ist nicht gut. Das ist halt Jojos Haustier. Sie hatte einen sehr schlechten Einfluss auf dieses Haustier gehabt. Das ist ja auch eigentlich kein Haustier, sondern ein Wildtier. Naja, du hast sie mit einem Schlafpanzer gebaut. Also ich bin ja dafür, dass dieser Hund generell in die Psychiatrie kommt. Vielleicht lernt er dann das Bellen oder so. Wenn du nicht aus deinem fahrenden Auto geschmissen werden möchtest, dann solltest du solche Äußerungen lassen. Das ist ja alles noch off-game, Junge. Du musst mal ein bisschen chillen. Das war auch off-game. Das ist kein Problem. Ach so, ich glaube, das weiß TikTok sogar. Oscar war sehr verquer reagiert bei seiner. Bei seinem Feudel. Bei seinem Frauenersatz. Bei seinem Mitbringsel vom Chinesen, ja. Ich glaube, die würden selbst das nicht kochen. Klar, wenn du die Haut abziehst, schmeckt es wie alles andere auch. Der ist blau, der schimmelt doch. Okay, ich bin jetzt still, Entschuldigung. Und der hat keinen Biss. Ich bin dafür, dass wir diese Grille irgendwann mal wieder einführen. Ich stelle mich auch gerne in die Wiese und nehme eine Grille auf. Das kannst du gerne tun, dann können wir das machen, aber es wäre auch viel einfacher, indem man nach so einem Ding einfach sagt, er hat einen Witz gemacht. Haha. Haha. Das war falsch. Aber immer noch gut genug. Haha. 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 Ha. Genau, mehr wie Siri. Irrelevant. Du schleppst mit Hilfe des armen, kleinen, 12-jährigen, 1 Meter großen Jungen deinen ganzen Scheiß runter. Super. Ganz super. Warum würfelst du einen kritischen Patzer? Warum? Weil das der Wurf ist, den ich immer einmal das am Abend mache. Beziehungsweise zumindest einmal am Spieltag. Das heißt, du bist heute nicht mehr am... Hä? Du bist halt also einfach jetzt mal heute hart am Chillen, sagst du. Total. Chille immer. Ja, wenn dann die Ochsentour irgendwann vorüber ist, lasse ich mich irgendwo in den Candyman fallen und chill dann auch erstmal hart. Was ist los mit dir? Halt, das war doch nichts. Maul. Da hätte nur noch die Waschmaschine und das King-Size-Bett gefehlt. Ihr scheint viel vorzuhaben auf der Fahrt. Ja. Ja. Dann hat was von einer Frau mit Reisegepäck. Alter Schwede. Ich muss ja auch gut ausgerüstet sein. Irgendwie muss euch ja den Arsch retten. Das stimmt nämlich. Es hat genau 3 Spielabende gedauert, bis der Erste diesen Scheißsatz jetzt auch bringt. Ich bin übelst stolz. Ich hasse dich.
Hä? Was denn? Das stimmt nämlich. Einfach zu jeder dummen Gelegenheit. Ach so. Jutti, wir müssen uns übrigens merken, wenn Carbon euch nicht in den Arsch rette, dann müsst ihr sagen, dass er nicht ordentlich ausgerüstet war. Und dann könnt ihr alles auf ihn, alles was jetzt schief geht, könnt ihr auf Carbons Ausrüstung schieben. Ja. Nein, auf Carbon, weil er die Ausrüstung noch geplant hat. Ja, das ist ja dein zweiter Schritt. Ich hasse unnötige Umwege. Okay, let's go. Yay. Versuch. Ihr fahrt in die Nähe von Chroma. Wir nennen diese Stadt jetzt einfach Ficken an der Fotz, weil ich das sowieso nicht aussprechen kann und ich nicht weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Also Ficken an der Fotz. Das ist so ungefähr 80 bis 90 Kilometer entfernt von Moskau. Leider sind also 80 offensichtlich. So. Allerdings fahrt ihr da nicht direkt rein, sondern in ein 20 Kilometer entferntes ehemaliges Internat. Das ist. Ja, das ist schon recht. Also, es ist sehr baufällig, ne? Auch das sieht man sofort, man reinfährt, rostige offene Tore, der Garten ist schon verwildert und so ein Scheiß, da ist keine Sau mehr. Dort sind, da sind auch so ein paar Gänger. Also echt viele. Und Jojo hat ja vorher schon einen Plan bekommen, wo ihr dann quasi euer Zimmer beziehen könnt und wo ihr eure Ausrüstung lagern könnt. Internate haben Hochbetten. Ihr passt also alle vier in ein Zimmerchen. Es wird ganz hervorragend. Gemeinschaftsduschen sind natürlich alles, was es gibt. Und davon wird auch nur noch eine jenen, weil der Wasseranschluss musste ja erstmal wieder reinstalliert werden. Da weiß ja Jojo, was sie zu tun hat. Was duschen gehen? Nee, Seil an die Seife basteln. Ein Gummizug, damit es immer wieder hochflitscht. Genau. Aber nicht zu feste, wenn ich mich einsam fühle. Dann muss der auch schnell abgehen. Ich mach dir einen, keine Ahnung, Druckknopf dran oder so. Super. Nach einigen Stunden. Naja, sagen wir mal nach 40 Minuten. Wird euch dann quasi in eurer zukünftigen Schlafstadt wie heißt denn der? Vlad besuchen. Müssen wir in diesem Zimmer bleiben oder was? Ich denke nicht. Nee, aber ihr kriegt dann irgendwann, wenn 40 Minuten ihr dort Aufenthalt hattet, die Nachricht, dass er euch mal dort einfindet, weil er da gerade in der Nähe ist. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, dass irgendjemand von euch dort noch ist. So. I don't care. Natürlich wäre es, weil wir allein 35 Minuten gebraucht haben, um Karls Hausstand ins Haus zu schaffen. Nee, da packen andere Leute sogar mit an. Okay. Und so groß ist der Hausstand jetzt nur nicht. Hier ist meine Panzerfaust, hier ist mein Panzer. Wenn ich einen Panzer und eine Panzerfaust hätte, wäre ich glücklich. Hier ist meine Geheimwaffe, Roger. Das ist ein Ninja-Hund. Der tut nur so niedlich. In Wirklichkeit. This is not even my final form. Roger digitiert zu Roger. Roger, genau. Hättest du nicht sagen können Regor, aber Juti. Regor, ja, stimmt, da war was. Genau, Vlad kommt an. Hallo, also, Vlad. Also, ihr hattet ja in eurer, da hat ihr geschrieben, ihr bringt ja Bettzeug mit, ansonsten könnt ihr es für 3 Euro unten erwerben, müsst ihr auf jeden Fall aber wieder abziehen, bevor ihr fahrt, genauso wie hier durchgefegt wird, bevor ihr wieder fahrt. Hier gibt's keinen Alkohol drinne, also nicht auf dem Zimmer und auch nicht auf dem Gelände. Ihr raucht wird auch nicht und andere Drogen auch nicht. Außerdem kein Schnackseln in Zimmern. Ja, guckt dabei Kabel und TikTok an. Und warte, ich habe hier irgendwo die Hausordnung. Essen 7 bis 8 und Abendessen ist nicht inklusive. Habt ihr jetzt ein bisschen Pech gehabt? Ich starre ihn fassungslos an.
Na, nachdem das ein Internat war, war das hier so eine Jugendherberge-Scheiße da und da war der Hausordnung. Schön. So. Pass auf. Ich ziehe den Träger Bier aus dem Dings, stelle ihn auf den Tisch. Bier? Oh, das ist lieb von dir. Er nimmt sich den Träger und packt den erstmal. Wie packt man den weg? Er behält ihn in der Hand. Du weißt ja, man soll doch während des Dienstes ja auch nicht trinken, aber ich heb mir das für später auf. Das ist lieb von dir. Du hast das gute Moskau-Süffwasser geholt. Das höre ich mir schön auf der Rückfahrt reinpfeifen, also. Jetzt teil mal aus den Hobel. Bitte was? Jetzt teil mal aus den Hobel. Junge, reise dich da mal zusammen. Ich sehe da schon die Gier, höre mich erstmal zu. Und wenn du jetzt schon losrufst, kann ich überhaupt nicht mehr ernst nehmen, dass du überhaupt was verstanden hast. Heute ist auf 24. 23. Sehr gut. Am 27. Knallt ihr einen Dagger über den Haufen. Also, ihr müsst ihn nicht über den Haufen knallen, aber ihr müsst ihn halt auf jeden Fall umbringen. So. In der Stadt ja. In Ficken an der Fotz. Scheiße. So. Der Dude arbeitet für Moloko, aber halt nicht als Angestellter, sondern als zusätzliche private Sicherheits-Scheißkraft. Ist völlig egal, was der macht. Der ist undercover unterwegs und die Cover ist ja auch nicht so schlechte. Das ist auch nicht Straßenname, wie nennt man das? Nennt man das Hackername? Matrix-Alias. Sein Matrix-Aller ist Kevin? Freue mich nicht. Und der Name, unter dem er hier residiert, ist ein Pavel Malkov. Ist in einem Mutant-Seegebiet. Wir haben einen Plan von seinem scheiß Appartement. Für ein oberes Seegebiet ist das die übelste Luxusvilla. Da so viele Räume, die braucht überhaupt keiner Kriecher noch. Da sind jetzt aber keine Kameras und Schlösser und so ein Scheiß drin, aber ihr müsst ja auch für euer Geld arbeiten. So, mir ist völlig egal, ob ihr das leise oder laut macht. Ob ihr den in die Luft jagt oder vergiftet. Ob ihr den Hals durchbeißt oder... Nee, ich weiß nicht, ob der Krankheiten hat. Lass es mal. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Habe ich schon gesagt, dass das 23 Uhr sein wird? Ja, habe ich schon. Pass auf zu seiner Cover-Story. Ihr hört noch eine angebliche Ehefrau und sein Bruder, der angeblich in der Stadt ist. Das sind aber halt... Bodyguards und Bodyguardetten. Die Cover-Story scheint ziemlich wasserdicht zu sein von dem, was wir gesehen haben. Also die haben sich schon ein bisschen angestrengt. Und die beiden Typen sind bestimmt zumindest ein bisschen, haben die vielleicht mal in der Technik-Abfallabteilung geguckt und sich dann was in den Körper gedrückt. So ungefähr. Vielleicht war es auch nicht nur Abfall, sondern ein bisschen was Besseres. So genau weiß man das nicht. Die dürfen okay. Dann auch umnieten im Bedarfsfall. Na sichi. Tut euch keinen Zwang an. Was weg muss, muss weg. Ihr müsst nicht gleich das ganze Viertel auslöschen, aber wir können jetzt nicht wegen jedem Kinkerlitzchen hier so einen Aufstand machen. Ist doch auch nicht meine Stadt. So. Was ihr ein bisschen aufpassen müsst. Offensichtlich hat ja Moloko in dieser Fake-Stadt hier eine etwas größere Präsenz mit einem etwas kleineren Koffer. Das heißt... stellt euch das mal nicht wie Straßensperren vor, sondern eher wie Straßensperren. Also eher Fußgängersperren. Die stehen da zu zweit rum und kontrollieren die Leute vorm Supermarkt, wenn sie fröhlich sind. Und manchmal, also das ist also einfach nur die übelste Volksschikane, die werden dort ein bisschen zusammengepfercht, gerade eher dort, wo es ghettoiger wird und ein bisschen tierischer behandelt. So, bis es irgendwann mal kracht und verdienen sich vermutlich dafür wieder noch ein Zubrot. Guckt ein bisschen. Die sind eher auf Krawall gebürstet, als man denken könnte, weil die sind dort einfach die Geißen und die sind nicht gewohnt, dass jemand, der wirklich der Geiße ist, so wie wir jetzt, denen mal sagt, wo es lang geht. Versteht er? Die Stadt hat eine chronische Unterbesetzung von Kriminellen. Okay. Jedenfalls in großem Stil. So. Könnte man sich hier glatt niederlassen. Nee. Du musst dir dann mal, wenn du das erste Mal in die Stadt reinfährst, merkst du direkt, warum.
Macht keinen Bock, sagst du. Alles nur Spieße. Na, das Ding ist einfach, naja, jed, die sind deine schiebesten Geldsäcke, die Stadt ist jetzt nicht gerade reich. Aber wenn ich da rauskomme und mich in eine Bar setze und dann gehe ich von der Bar wieder nach Hause, könnte es sein, dass ich derselben Person zweimal begegne. Auf halber Strecke, dass sie mich wiedererkennt. Das ist so provinziell hier, Alter. Wenn du da mal, weiß ich nicht, wenn du da jetzt die Schwester deines besten Kumpels vögeln würdest, dann wüsste der das schneller, als du es überhaupt gemacht hast und die halbe Stadt dazu. 80.000 Einwohner, Junge, wo kommt man da hin? Das sind schon immer eine ganz schöne Menge. Was ist das? Naja. Der Junge kommt vom Dorf. Na, aber du warst ja jetzt auch mal in Moskau, Kaban, oder? Ja, schon, klar, jetzt kann ich vielleicht in Moskau. Naja, also eine echte Stadt. Und das ist ja nicht mal in Pupsdorf. Moskau ist ein Megasprawl. Ja, na klar, diese Stadt würde einfach 70 Mal in Joschneue reinpassen. Ja, so ungefähr. Das höchste aus, sie hat 30, 40 Stockwerke. Junge, wie wollen wir nach dem Himmel greifen? Naja, es ist trotzdem noch schon einiges. Ja, okay. Wenn du sagst, dass einiges, dann musst du echt auf einem ziemlichen Dorf gewesen sein. Das tut mir auch leid für dich. Ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie dich triggern und Flashbacks auslösen. Das war nicht meine Absicht. Alle gut. Schön. Habt ihr irgendwelche Fragen? Haben wir ein kleines Dossier über diesen Menschen? Nö. Also ihr habt einen Namen und ihr habt die Butze, wo er ist. Und ein Hacker. Bitte? Jojo fügte an, und ein Hacker. Also ja, den habt ihr auch. Was, wer, wie, wo? Ach, ich, okay. Ja, die, wenn ihr keine Fragen mehr habt, alles weitere richtet ihr in erster Linie an Dida. Und Jojo, du machst, wenn irgendwas ist, was Alla dann angehen würde oder so, machst du über den Professor. Also nur als Sprachrohr, meine ich. Der leitet das weiter. So, dieses Internat gehört jetzt euch. Wir verziehen uns jetzt. Dann bis die Tage. Ja, also ich meine, wenn ihr mit dem fertig seid, dann könnt ihr hier zusammenpacken und zurückfahren. Nach 2 Stunden Wartezeit. Und dann sehen wir uns in Moskau wieder. Okay. Na dann mach's, Juri. Hals und besser nicht. Beinbruch. Oha. Bevor du jetzt gehst hier, Yogi. Bitte, was für ein Ding? Bier. Ja, ich hab doch schon Danke gesagt, mach doch nicht so einen großen Aufwand jetzt wegen so ein Bier. Ganz so das große Geschenk war es nicht. Ich hab jetzt Danke gesagt, reicht ja auch. So, tschüss. Ich guck Jojo an, so von wegen. Unser Bier. Ich geb Kaba eine Klatsche. Das kann er doch nicht. Dafür schlipp ich die Scheiße runter, du bist. Geh hin und beschwer dich bei ihm. Nein, ich beschwer dich bei dir. Kein du hast Alk. Es verschenkt. Kein Alk zum Job. Ja. Alter Sufi. Das war ein Ankommensbier. Naja. Zu dritt hätten wir jeder 2 Flaschen gehabt. Du, woher weißt du das? Du weißt ganz genau, dass ich kein Bier trinke jetzt. Siehst du? Deswegen sind wir auch nur zu dritt gewesen. Dein Bruder, er und ich. Du, mein Bruder hält sich vor irgendwelchen Aktionen auch immer recht klamm. Und ihr wollt Profi sein. Wenn Kaban Menschenkenntnis hätte, Alter. Ah, ja. Also ich meine, ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade wenn es eine sehr akute, anstrengende, knallige, actionreiche Sequenz wird, dass er nochmal kurz am Novakok kurz ganz kleines bisschen im Zahnfleisch verreibt.
Das belebt den Geist. Nie, nie, nie. Aber stimmt, er trinkt dann wenig Bier. Nur richtige Profis betrinken sich vom Run, das ist halt so. Ach so? Ja, ja. Ich bin mit meinem Amateurstatus ziemlich zufrieden, glaube ich. Richtige naja. Profis essen ja vorm Run auch lieber so Zwergennüsschen. Richtig. Wo du es gerade erwähnst, ich habe noch Cashewkerne. Huhu. Ich guck Karman an mit so einem Blick so. Ich packe halt quasi in die Tasche, die du runtergetragen hast, nur noch so eine Packung Cashewkerne raus. So. Und nun möchtest du eine Pfirsich? Nee, aber die passen perfekt zum Bier, das wir jetzt nicht mehr haben. Tja. Kannst ja Neues holen. In der Stadt. Sie zeigt Gänsefüßchen bei dem Wort Stadt. Cutie. Tiki Tiki Talk Talk. Ich glaube, du bist genau der Richtige, um erstmal ein paar Infos zusammenzusammeln, oder? Schätze. Sollen wir dich dafür mit dem Auto irgendwo hinkarren? Entweder das oder ich rute mich. Es wäre sinnvoller, das von irgendwo anders zu machen, als von hier, wo wir schlafen. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn Hacker irgendwie anfangen, in der Nähe ihres angestammten Wohnsitzes solche Dinge zu tun. Dann lass mich aber doch mal eine einfache, kurze Suche machen, wo hier ein geeigneter Ort wäre. Das soll dir erlaubt sein. Danke. Wenn es nur ums Datensuchen geht, ne? Ja. Kann er das auch von dort machen? Also, Datensuchen macht ihr ja auch von zu Hause oder so, weil du schmeißt halt Google an und wenn du nicht gerade Geheimprojekt Alpha-Code bei Aztec googelst, dann wird da vermutlich auch echt wenig passieren. Das ist klar, aber man geht zumindest davon aus, dass auch kleinere Hacking-Aktionen notwendig sein werden, um an eventuelle Pläne von Umgebung oder irgendwas anderem oder eines Hauses zu kommen. Achso, ihr denkt schon einen Schritt weiter. Okay, ja. Gut. Deswegen, Achso, ja, du findest irgendwo, keine Ahnung, irgendeinen Scheißort. Keine Ahnung, wird vermutlich am besten in der Stadt sein, ein scheiß Sarghotel Ende oder sowas. Na gut, dann machen wir halt das. Wobei mir das nicht so ganz gefällt, wie soll ich sagen, aus der Höhle des Löwen zu decken. Was fällt mir ansonsten noch so ein? Das ist halt eine echt. Es gibt bestimmt auch Sarghotels an den Autobahnen ein Stück weiter. Das ist auch nicht das Problem. Wieso kann er nicht einfach im Auto bleiben? Das geht halt auch, ja. Da machen wir doch lieber das. Bevor, wie gesagt, ich da irgendwo bei Moloko auf der Fußmatte anfange zu decken oder so. Da könnte der Weg für die etwas kurz sein. Wie ist das eigentlich? Brauchen wir noch irgendwas an Verpflegung oder ist da was? Achso, Verpflegung haben sie euch da gelassen. Okay. Inklusive einiger Beutezüge. Also habt ihr zum Beispiel 74 Paletten Capri-Sonne? Ah, zum Glück nicht so ein Kist. Also hauptsächlich halt so ein richtig schlimmer Scheiß. Ihr habt da jetzt nicht 5-Gänge-Menü und ihr habt auch keine Herdplatte, die funktionierte. Ravioli kann man kalt essen und alles, was man trinken und essen kann, ist da. Jojo, reicht das. Ja gut, Ravioli ist halt schon eine Spur zu gut. Alles an Dosenfutter kann man kalt essen. Jojo, reicht das. Sehr gut. Auch Proteinriegel schmecken zum Beispiel richtig lecker. Wir haben ein Survival-Kit, das heißt, wir haben einen Campingkocher. Okay, Kaban isst warme Proteinriegel. Außerdem steht in der Hausordnung kein offenes Feuer auf den Zimmern. Das stimmt. Geil. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der Camping... Obwohl doch. Du brauchst gehen, guckt Joey sich noch um. Ich hasse Schullandheime. Ich sag mal, da ist zum Beispiel auch noch an der einen Wand hängt noch ein etwas sehr hart vergilbtes Bild
von der Kleiderordnung, also Schuluniform, gerade für die Mädchen, dafür ist er echt direkt zurückgeändert. Obwohl natürlich die Qualität der Schuluniform hier nicht deinen Standards entspräche. Jojo wirft einen missmutigen Blick auf dieses Bild. Fetisch. Klar. Nee, die ist schon 14, 15 Jahre, ist schon ein bisschen lame. Ach so, ja, ist wirklich langweilig. Viel zu alt. Ja. Für den auf jeden Fall. Auf jeden, da ich an meinem Deck auch einen Sattellink habe, kann ich praktisch auch von überall decken. Ja, ja, easy. Dann mal gucken, warte. Sag mal. Ma. Tiki. Aha. Kannst du den Hacker nicht eigentlich einfach auch über die Matrix zerplatzen? Habe ich nicht die richtigen Tools für. Wieso nicht? Nicht mein Stil. Okay. Schade. Außerdem ist es irgendwie, ich möchte jetzt nicht faul wirken oder sowas, immer dumm, denjenigen umzunieten, wenn man sich in dem Turf befindet, wo er sich auskennt. Ja, einen Decker erschießt du, einen Zauberer überfährst du und einen Samurai grillst du in der Matrix. Ja, aber vermutlich wirst du den Typen sowieso beschäftigen müssen in der Matrix. Dann hätte man das zumindest, weiß ich nicht, so als Alternative, als Plan B, so, weißt du? Aber gut, war nur eine Frage. Ja, das war auch nur eine Antwort. So, da ich meine ganze geile Tabelle nicht mehr finde, schmeiß einfach mal. Auf Hacking-Gedöns, ja? Hey, Computer-Intuition. Okay. Intuition, richtig? Mhm. Okay. Das ist dann viel weniger als üblich. Naja gut, ich höre auf mich zu beschweren. Also, Kevin, ne? Erstmal von einem Hacking-Persona. Tauchte vor ungefähr 3 Jahren das erste Mal auf, war jetzt nicht in super große Sachen involviert. Und eigentlich auch immer so schon illegale Aktivitäten, aber schon hauptsächlich konzerngefälliger. Also er hat sich da quasi als freier Dienstleister mit einer gewissen Erfahrung, wie illegal böse Hacker wie du agieren, bei irgendwelchen Leuten verdient, um da Systeme zu sichern und so ein Shit. Ohne dass es jemand mitkriegt. Und er kann zumindest offensichtlich er kann ihn sich in der normalen Welt bewegen, ohne dass man denkt, das muss dieser Poser sein, von dem alle sprechen. Hat keine direkten Leute, mit denen er häufig zusammenarbeitet, aber scheint wohl irgendwie im Netzwerk zu sein, dass ihn oft genug irgendwelche Leute vermittelt, wie halt diese Bodyguards. Des Weiteren, in der Stadt ist er seit, also die Wohnung ist gemietet auf sein Alias seit 4 Monaten. Er geht mehrmals die Woche raus, und zwar 4-mal nachmittags, 16 Uhr. Nee, einmal 14 und dreimal 16 Uhr. Termine sind auch fest, also das ist außer Dienstag halt jeder Tag, dort, weiß schon, also, ne? Genau, man weiß, oder du weißt, dass er einen IRCAS 2 Notfallvertrag hat, und zwar den, wo sie nicht ein SWAT-Team wegen jedem Scheiß schicken, aber sie schicken auf jeden Fall einen bewaffneten Notfallwagen innerhalb der nächsten 10 Minuten, wenn sie sich an den Vertrag halten.
Ja, aber der Konzern hat jetzt doch nicht in der Stadt die größte Präsenz. Aber vielleicht schaffen sie es ja in 15. Des Weiteren, Fähigkeiten würdest du als guten Durchschnitt einschätzen. Nichts, was übel gut ist, aber schon jemand, dem man mal sagen kann, du bist nicht der Schlechteste in deinem Fach. Im Gegensatz zu dir löst er seine Aufgaben gerne aktiv und mit der Hau-drauf-Methode. Er gilt nicht als jemand, der die Leute sofort tötet, aber er schickt sie schon Jan mal kurz nach Narnia. Ein Bricker, ja. Das könnte man auch sagen, ja. Körperlich macht der Dude nicht wirklich viel her. Also der ist so 1,70 groß und wiegt 60 Kilo. Er ist 1,80 groß und wiegt 60 Kilo. Das ist wenig. Für einen Kerl. Und der, also es gibt ziemlich viele Sachen, die halt aber relativ Alias-bezogen scheinen. Also irgendwelche sozialen Netzwerke, in denen es irgendwelche Serienvorlieben, die er hat, wo man halt nicht direkt weiß, ob das jetzt wirklich er ist oder nicht. Mhm. Genau, warte. Die Bodyguardette, die bei ihm chillt, ist 21 Uhr so gut wie jeden Abend, geht die raus, raucht eine und telefoniert. Punkt. Das ist ein längeres Gespräch. Meistens so 20, 30 Minuten. Einmal kam der Bodyguard dann raus und hat so auch etwas gröber dazu aufgefordert, sich hier fälligst wieder reinzubewegen. Der Bodyguard. Also die macht übrigens, körperlich scheint die einigermaßen fit, aber das kannst du ja noch gut unter Panzer, unter Kleidung verstecken, wenn jemand durchtrainiert ist. Die ist es auch nicht das übelste Muskelpaket, sind übrigens alles Menschen. Aber rein von so Bewegungsshit und so. Und die braucht natürlich auch Fake-Urlaubsfotos von den beiden am Strand. Sieht die schon aus wie jemand, der so wisse, als Bodyguard durchgeht. Der angebliche Bruder ist natürlich einfach ein übelstes Fleischpaket. Nicht so wie Kaban, aber schon ein ansprechendes Fleischpaket. Und was bei dem auffällt, man kann bei dem teils ein bisschen weiter zurückgraben. Also du kannst das mit 5 fucking Erfolgen. Da hat er, die Grundschule hat er abgeschlossen. Jetzt aber auch nur bis zur 4. Klasse, bis zur 3. Klasse. Und im Zeugnis stand drin, dass er sich sehr bemüht. Und vor allen Dingen, dass seine Kompetenz im Bereich Sport sicherlich nicht nur vorhanden, sondern auch wirklich außergewöhnlich hoch ist. Dagegen fällt ihm noch immer der Schriftspracherwerb schwer und er hätte wohl da zusätzliche Förderstunden gut benötigt. Wurde dann aber in der 4. Klasse zum Glück bei so einer Art Ausbildungsinternat aufgenommen und hat dann halt seinen Weg in der Schieß- und Metzelszene gemacht. Also legalen erstmal, bis er dann irgendwann ausgestiegen ist, also gefeuert wurde. Und es scheint schon so, als wäre er, sagen wir mal, nicht der flüssigste Leser. Also 1000 Watt in den Arm, aber oben flackert die LED, ja? Nicht in allen Bereichen. Der wirkt nicht wie jemand, der so grob dumm ist. Und, weißt du, so... Wie mache ich denn das? Wie erkläre ich denn das? Er kann halt einfach nicht gut lesen und nicht gut schreiben. Er braucht echt lange dafür. Aber von dem, was in seinem Arbeitsfeld gefordert ist, ist er nicht dumm. Und er kann sich in der Umwelt bewegen, ohne dass man sofort merkt, dass er ein übelster Vollhorst ist. Aha. Weiteres auf Nachfrage. Unter Umständen. Okay. Dann wäre wahrscheinlich der Inhalt dieser elendig langen Telefongespräche von der Bodyguardette vermutlich recht interessant zu wissen. Habe ich schon raus, was die für Comlink-Qualitäten aufweist? Ziemlich gut, ihr slaved an einen Knoten, der höchstwahrscheinlich das Deck ist von dem Dude. Ziemlich gut, meine ich, Kavan und Jojo, wenn ihr die beiden Bodyguards killt, nehmt euch mal das Comlink mit. Praktisch auf jeden Fall, weil man dann an die Alte reinkommt und die lange genug telefoniert, sodass man nicht erstmal nicht merkt, dass sie weg ist
und man sich die Typen so einzeln rausnehmen kann. Na gut, die geht 21 Uhr zum Telefonieren, ist meistens eine halbe Stunde weg und 23 Uhr soll der Typ sterben, ne? Also ich sag jetzt nicht nein, genau. Aber es sieht das halt schon noch... Das war nämlich das Nächste, was ich fragen wollte. Der Typ soll um 23 Uhr wirklich den Löffel abgeben, ja? Ich sag mal, es ist keine Nietzsche-Zeitangabe, aber wenn wir uns so in dem Zeitrahmen bewegen, wäre schon schön. Heute? Ja. Direkt? Nee, in 4 Tagen. Oder 4? 27. Mhm. Jetzt ist 23. Okay. Na gut, aber dafür haben wir ja einen Störsender und jemanden 2 Stunden am Leben halten. Das werden wir wohl so gerade eben noch hinbekommen. Sollte gehen. Wie ist denn das Allgemeine, wenn in der Überwachung von einem Dingsbums-Security-Unternehmen quasi, also Gesundheitsunternehmen, der Typ weggeht, obwohl der in einer guten Gegend ist? Also, ne, störsendermäßig. Kommen die dann vorbei? Das gibt echt eine Menge Fehlalarme. Mit seinem Vertrag nicht. Also wenn du den super mega hyper x aktiv Vertrag hättest, dann würden die da auf jeden Fall sofort vorbeikommen und du könntest die dann auch dafür bezahlen, aber bei dem nicht. Okay. Wenn wir das Comlink von der Tussi hätten, hätte ich darüber auch Zugriff auf den Host? Na, du musst... Wie war denn das? Warte mal, wenn du dich in ihr Comlink einstöpseln würdest, würdest du quasi ihr schlechteres Comlink hacken, also die Werte von dem benutzen, aber würdest auch Marks auf den Host bekommen, ja? Ja, genau. Ja, kannst du machen. Ja. Tja. Schick das erstmal Jojo und Kavan rüber, damit die auch mal sozusagen darüber brüten können. Mhm. Ja, mal off-game gesprochen. Von meinen reinen Zahlenwerten würde ich mir ein Host zutrauen, aber ich kenne meinen Würfelglück, wenn es gerade wieder ernst wird, dann ist das so plötzlich hier weg. Ich erinnere mich da noch an so ein blödes Schloss, was mich so ein bisschen geärgert hat. Okay, ich revidiere, was ich vorhin sagte. Das können wir so nicht machen. Der Typ muss tatsächlich normal aktiv sein bis 23 Uhr. Und muss dann den Löffel abgeben und vorher muss der ganz normal seinen Job machen. Tja. Okay. Die Butze von dem. Ebenerdig? Dritter Stock. Das Ding hat nur 5 Stockwerke. Mhm. Link habt ihr gesehen, ne? Ja, ja. Ich guck gerade drüber. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Wohnung für so ein oberes C-Gebiet. Das ist ja einfach doch shit. Ja. Aber wenn man sich die Gegend so anguckt, ist die trotz solch toller Abordements nicht viel besser gesichert als ein gutes C-Gebiet. Ist immer noch okay. Es gibt schon Kameras. Die Polizei guckt schon alle 20 Minuten mal kurz durch, ob jemand fehlt. Eigentlich nur, ob jemand zu viel ist. Und die Schlösser sind nicht rausgebrochen bisher. Man sieht natürlich Graffiti, aber man sieht nicht, dass alles zerschmissen wird und so weiter. Also die Leute, die da hingehen, die haben manche auch nicht mal zwingend einen Taser dabei, weil sie sich so sicher fühlen dort. Wie sieht denn das mit der Supermarktsituation da aus? Und wie voll ist das da? Also könnte es sein, dass wenn man sich da 1 oder 2 Utensilien besorgen möchte, muss... insbesondere wenn es um so etwas wie Frauenhygieneartikel oder irgendetwas ähnliches geht, dass man da auch mal länger unterwegs sein kann. Hat das schon wieder den SL-Köder ausgelegt? Na klar. Wie ich bereits sagte, es kann sein, dass sich die Ficker von Moloko einfach ewig direkt oder indirekt aufhalten. Wenn die da eine Personenkontrolle machen irgendwo und dann müssen alle da durch, ist halt schon kacke. Es kann sein. Alles klar. Aber das wäre doch zumindest eine Möglichkeit, dass wir die Ische ausvoten vielleicht und dann aber dem Typen von ihrem Comlink, können wir dem von ihrem Comlink aus eine Nachricht schicken, Tiki? Sicher. Okay.
dann von ihrem Comlink aus eine Nachricht schicken, weil sie irgendwie gerade Tabbox kaufen gehen muss, weil sie ihre Tage kriegt oder sowas. Da fragt der Typ bestimmt nicht weiter nach. Und dann haben wir zumindest die schon mal vorher aus dem Weg, weißt du? Also, ja. Ich überlege halt ernsthaft, ob es möglich ist, die beiden Bodyguards zu trennen, weil dann ist das Spiel wesentlich leichter, als wenn wir dann beide Bodyguards irgendwie da haben, ne? Sicher das. Wie sieht das denn mit der Haustechnik aus? Beheizung läuft wie? Beheizung? Ja. Wie die läuft? Auf welchem System? Achso, okay. Fernwärme, Etagenheizung, hast du nicht gesehen. Guter alter Fernwärme. Doof. Haben wir schon Infos über das Haus? Ich hab den. Das ist ein scheiß Hacker, der hat bestimmt überall draußen Kameras, zumindest versteckte. Klar. Mhm. Oder er guckt halt durch die nicht versteckten mit. Scheiße. Wer macht denn da den Notdienst, wenn irgendwas scheiße läuft? Irgendeine feste Firma oder rufen die dann irgendwen? Rabutnik Lifestyle Premium. Er ist doch jedes Mal an einem Tag um eine bestimmte Uhrzeit unterwegs, richtig? Außer Dienstag, ja. Ist in 4 Tagen Dienstag? 4 Tagen ist Sonntag. Der muss ja auch um Punkt 23 Uhr sterben, da ist er ja nicht mehr unterwegs. Stimmt. Also so plus minus 5 Minuten. Eher minus. Könnten auch 10 sein. Wie sehen denn die Nachbarwohnungen aus? In etwa genauso. Also, warte mal, nee, es gibt keine Nachbarwohnungen. Das ist natürlich jetzt hier nicht drauf, warte. Hier ist offensichtlich das Treppenhaus. Und das Haus besteht quasi nur aus übereinander gestapelten Wohnungen dieser Art. Irgendwas im gleichen Haus frei? Nee. Und die Nachbarn, also von der anderen Straßenseite? Was mit denen? Also ich meine, das ist dann, da sind die Wohnungen nicht so groß, aber in ähnlichem Zustand meistens. Da war's oder frei? Weniger. Irgendwo, wenn es nicht direkt gegenüber sein soll, ja. Wenn ihr das meint, das ist also eine Wohnung mit freiem Sichtfeld, wird es sie geben. Punkt. Natürlich werden Fenster und sowas total verspiegelt sein, der übliche Krempel, ne? Na, verspiegelt könnten sie vielleicht echt sein. Vielleicht sind es auch Fenster, die zumindest einem Steinschlag standhalten. Ah, war ja zu erwarten. Lüftungsanlage? Lüftungsanlage. Ich glaube nicht, dass so eine Wohnung die direkt braucht, oder? Doch, innenliegende WC-Anlagen sehe ich da drauf. Ach, da sehe ich, da sehe ich innenliegende WC-Anlagen. Ja, gut. ja, Lüftungsanlage geht dann vermutlich übers Treppenhaus raus, so wie ich mir das hier angucke. Das ist dann halt ein Schacht. Und der führt dann halt oben raus. Ja, ich glaube, ich sehe den sogar. Das ist das Ding neben der Badewanne mit dem X. Das ist meistens ein Zeichen für Schacht. Ja gut, dann ist das offensichtlich das Ding mit dem X. Aber dann hat er die andere WC-Anlage gar keinen. Doch. Du siehst zwischen dem Schacht und der Badewanne so eine dünne weiße Linie. Das Das ist eine Wand. Das ist Hohlwand. Ja, na klar. Hab ich da alles, ja. Aber interessant ist auch zu sehen, dass das WC unten mit der Badewanne einfach mal keine Dingsbumse hat, oder?
Kein Wasch, obwohl der Waschbecken ist da unten runter. Auf dem Flur. Waschbecken. Nee, das ist wahrscheinlich kein Waschbecken. Das ist irgendwas Dressing. Aber stimmt, da könnte auch Waschbecken sein, hast recht. Es gibt so Leute, die bauen so bescheuert. Ja, Waschbecken. Ich sag mal so, das ist eine High-Society-Wohnung. Da kenne ich mich nicht aus, die machen ganz verrückte Sachen. Ja. Ganz verrückt. Toiletten ohne Türen, selber mal gebaut. Dann ist das Gäste-WC. Vermutlich. Vielleicht haben die auch Geschlechtertrennung eingeführt. Oder das, ja. Weil die Männer ihre ganzen Beauty-Produkte nicht mehr gefunden haben. Nee, wenn du mal guckst hier, ist das nämlich die Tür zum Master-Bedroom. Stimmt, und er hat gar keine eigene Tür. Mhm. Das heißt, das ist sein eigenes privates Master-Bedroom-Klo. Mit Dressing-Room inklusive Schminkspiegel und Dingsbums. Luxus XXXXL Waschtisch, ja. Back to the topic, my friends. Das ist eigentlich on topic, weil ich überlege, ob man darüber nicht zugreifen kann. Na, so wie ich das sehe, ist der Lüftungsschacht halt ein bisschen eng, um vom Treppenhaus dann da durchzugleiten, sag ich mal. Quatsch, oben reinzukriechen und dann durchzugleiten. Also ich glaube so. Er ist eine halbe Badewanne groß. Ja. Scheiße. Das stimmt. Also Jojo und TikTok. Du. Ja, ihr würdet durchpassen. Das nützt uns aber nicht viel, wenn wir dann alleine mit zwei Bodyguards da rumgeistern. Das möchte ich vermeiden. Na, Kaba, ja, muss ja dann die Tür eintreten. Das wird auf jeden Fall funktionieren. So du hast recht. Er muss sich abseilen und dann durch das Fenster jumpen. Durch eins der. Die, bestimmt super. Also, da springst du auf jeden Fall sofort durch. Ich glaube eher, das ist die Kategorie Fenster, wie ich will durchs Fenster springen, du prallst ab. Erstens habt ihr eine Strukturschwächungsdrohne und zweitens, Kaban hat eine sehr hohe Masse und damit einen sehr großen Schwung wegen seiner Knochen und so. Ja, und die Fenster sind nicht übelst gepanzert. He came in like a wrecking ball. Aber mit der Strukturschwächungsdrohne könnte das vielleicht sogar tatsächlich gehen. Ja, also ich habe gesagt, die halten tatsächlich Steinschlag aus, sie sind wirklich nicht schusssicher. Das sind sie einfach nicht. Also mit der Strukturschwächungszone kriegen wir Kaman durchs Fenster. Blutige Fahrt Gottes 2. Ja. Was für ein beschissener Kack. Scheißfilm. Ja, aber dadurch die Szene war witzig. Also wenn wir, mal grob gesprochen, es schaffen würden, unbemerkt durch diesen Lüftungsschacht in die Wohnung zu kommen, ja, und mehr erstmal nicht. Dann könnten wir es sogar hinkriegen, ohne uns mit den Idioten, sprich den beiden Bodyguards anzulegen. Ja, wenn er denn im Master Bedroom ist. A, wenn er denn im Master Bedroom ist und B, haben wir dann noch keinen Plan, wie wir da rauskommen. Mhm. Ihr müsst dabei Folgendes bedenken. Wenn ihr durch den Lüftungsshit kommen wollt, also ihr seid auf dem Dach, nehmen wir das jetzt mal nicht so als Problem. Aber wenn ihr vom Dach, müsst ihr dann da rein. So, ist die Frage, wie gut könnt ihr klettern, denn ihr müsst euch ja abseilen. Und wie gut könnt ihr schleichen? Denn meiner Ansicht nach sind diese Lüftungsdinger ja meistens aus Blech. Das heißt, wenn du da mal gegen die Wand ditchst, dann, ey, sag mal, könnte laut sein. Ich würde eher erwarten, dass der aus Plastik ist. Könnte immer noch laut sein. Plastik ist, glaube ich, schlecht, weil da, die sind extra aus bestimmten Blechen, weil Plastik irgendwie was mit dem Wasser und Schimmel und so weiter hat. Nö, ich habe auch schon Dinge gesehen, die waren komplett aus Schaumstoff. Ich fürchte immer noch, dass es Geräusche gibt, wenn er dann dran ditcht. Bei Schaumstoff nicht. Hat mir nicht gerade die Auswahl zwischen Plastik und Blech? Nein, ich habe auch schon welche gesehen, die waren komplett aus Schaumstoff. Also so diesem harten Zeug, wo auch Kühlschränke hin mit gedämmt sind. Na Juti, dann erleichtert das euch minimal das Schleichen. Müsste immer noch zumindest einigermaßen gut im Klettern sein. Hat dieses Haus einen Hüter? Müsste man mal hingehen und gucken, wa? Das stimmt. Das heißt ja nicht, dass man da nicht mehr vorbeifahren kann. Das ist absolut korrekt. Zu einer Zeit, an der nicht sofort jeder auf die Straße guckt, sodass ich mal auf die Straße gucken kann. Ja, da war ja was. Ja, ich verwandle mich doch immer in Mrs. Creep. Reisen kannst du noch nicht, ne? Was? Reisen kannst du noch nicht, ne? Was reisen? Durch die Astralebene.
Bist du bescheuert? Das ist können, ja, sie wollen. Kann, sie will nicht. Ja, richtig. Irgendwie sowas war das, ja. Du beschneidest unseren Magier. Nee, das habe ich tatsächlich, das war ihre Idee und ich habe ihr nur sehr rigoros zugestimmt. Und es ist zu unser aller Besten. Wie oft hatten wir den schönen Fall, dass ihr vor Ort sein musstet, um euch was anzugucken, was definitiv lustiger ist, als Jojo, die sagt, jo, ich gehe jetzt in den Astralraum, flieg da hin und guck mich um und komm zurück. Jo, Würfel mal scannen, jo, hast du gemacht. Ja, das war mir schon klar. Aber ich meinte ja auch nicht dich, sondern die Spieler. Ach so, du bist echt scheiße. Du beschneidest die Gruppe in ihrer Magierfähigkeitsdings. Was los mit Ding dir? Dings. Dann sucht euch doch einen anderen Magier. Was okay. Bist du denn jetzt so? Snoke also. Würde bestimmt mitspielen wollen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wer will schon hier mitspielen? Dann suche ich mir eine andere Gruppe, so. Nü. Die ist dann auch viel geiler als ihr. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Das mag sein, aber eine richtig coole Gruppe würde dich wohl kaum aufnehmen. Das stimmt. Du kannst sie ja gerne suchen, die gibt's bestimmt wie Sand am Meer. Allerdings nehmen die nie auf. Ihr seid scheiße. Und stolz drauf. Irgendjemand muss ja auch mal ein bisschen Realität hier reinbringen. Eben. Nein, irgendwer muss den Abfall von der Straße kehren. Von der Pen-and-Paper-Straße. So sieht's aus. So. Peter Flummi hat uns von der Straße geholt. Jetzt habt ihr die Wahrheit. So ist es. Die reine Wahrheit. Ihr seid dreckiges Lumpenpack. Nichts weiter. Ich hätte für ein halbes Sesambrötchen und einen Schluck Sterni. Ja, nee. Einen Schluck Sterni hätte ich jetzt auch gerne. Wir hocken immer am Bahnhof, halt so Charakterbogen. Hey, willst du eine Runde spielen? Ich spiel mit dir für eine schwarze Mahlzeit. Ich möchte mir jetzt gerne dieses Haus angucken. Das können wir gerne machen. Ja. Jetzt? Ich möchte mir gerne dieses Haus angucken, sobald eine günstige Gelegenheit ist. Zum Beispiel eine etwas spätere Uhrzeit. Das finde ich durchaus plausibel. Allerdings sind wir hier in einer Kleinstadt. Da sind wahrscheinlich nicht mehr so viele Autos unterwegs. Das ist ein Problem. Da fallen wir mehr auf. Ja gut, aber... Damit muss man rechnen. Trotzdem werden dann nicht alle am Fenster stehen und gucken. Also ich meine, ganz das so ist extrem, eine 80.000-Mann-Stadt. Ja, es ist immer noch okay. Ja. Also ich meine, es ist zwar ein eher ruhigeres Viertel, aber da kannst du mal mit einem Auto durchfahren. Und du kannst ja auch einfach das Fenster runterkurbeln und dann mal einen Blick raus riskieren. Das war mein Plan. Na siehst du, das wird dann höchstwahrscheinlich nicht super krass auffallen. Gut. Wer weiß, nachher ist das so ein Ort, wo um 8 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt und der Straßenbelag eingerollt wird. Ach so, Straßenbeleuchtung ist natürlich nicht mehr. Das ist quasi hier, du weißt schon, wie in... Das brauche ich nicht, um einen Hüter zu erkennen. Tatsächlich gibt's ja auch. Also, TikTok kommt mit der Kiste zurück, ihr steigt nein. Nehmt ihr irgendwas mit, was mich jetzt irgendwie zum Ausrasten bringen würde? Tampons. Okay. Alter. Keine Ahnung wofür, aber ich nehme sie mit. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Warum hat Joey immer noch Tampons? Weil sie aus Gründen des Fluffs und aber auch des Weil sie die manchmal gerne in Tomatensaft taucht und Männer damit beschmeißt, damit die sich ekeln und wegspringen. Das wird funktionieren, vermute ich. Ich denke das auch. Wenn irgendwas mit dem Implantat nicht stimmt, dann brauchst du plötzlich einen Taskgene, wäre auch kacke. Ja, aber damit kann man nämlich auch bestimmt prüde Polizisten abschrecken. Ja, das klingt vernünftig. Wenn die Handtasche voller Damenhygieneartikel ist. Ich nehme das als Aussage. Eines davon auf jeden Fall in irgendeiner komischen Plastiktüte eingerollt ist, in Tomatensaft getaucht war, damit es aussieht, als wäre es benutzt. Der Aufwand, Alter. Ich nehme also an, ihr nehmt außer Minimalbewaffnung nichts mit. Richtig. Ausgezeichnet. Dinger-Raketen! Als Stoffhandel überfallen. Ich verzichte jetzt sogar mal absichtlich auf den Störsender. Alter, aus voller Bude aus. Ach ja, ihr habt in dem Wagen, der euch gestellt wurde, natürlich ein dickes, fettes Schmuggelfach, ne? Pack den Störsender da rein. Ich pack den Störsender ins Schmuggelfach.
Ich meine, ihr musstet ja mit dem ganzen Scheiß auch aus Moskau raus, von daher. Gut. Ihr Vater Nunna, das ist dann quasi so ein bisschen im Tale hier liegen. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Es fehlt natürlich die Smogglocke. Es liegt zwar schon im Tal, es wäre perfekt, aber die haben einfach zu wenig Industrie. Widerwärtig frische Luft. Da kriegt man ja glatt Lungenkrebs. Nicht übertreiben, aber tatsächlich, ja. Frische Luft. Also ich meine, von irgendwas müssen die Wichser leben. In der Nähe ist ein ziemlich großes Sojafeld, Kartoffelfeld, irgendwelche Getreide und so ein Shit und Kartoffeln. Und ich sag mal, da wird schon vorgedüngt. Frische Luft ist so eine Sache. Pestizide. Und Omnizide. Nee, das war was anderes. Auf jeden Fall los. Genozide. Das hat mir gefehlt, danke. Fahrt ihr da nein? Die Präsenz Molokos ist tatsächlich spürbar, auch einfach, wenn ihr müsst halt erstmal durch so ein paar andere Gebiete durchfahren, bla bla. Wie die Leute rumlatschen. Ich meine, in dem schlechten C-Beat wirst du immer ein bisschen mehr aufpassen und viele, die gerade Lohnsklaven, werden ein bisschen geduckter gehen, weil sie auch immer warten, dass sie irgendwie die Schuhe abgezogen kriegen oder so. Aber dort ist es tatsächlich, die Leute sind ein bisschen, nicht direkt paranoider, aber die sind halt nicht der Herrenrasse dort. Und das kriegen sie aber auch echt täglich zu spüren. Jojo zeigt irgendwann auf Kaban und meint Zurückhaltung. Ei, ei, Sir. Ich meine ja nur. Er fahrt dann in das bessere C-Gebiet ein. Ist wirklich schön. Ein paar Dröhnchen fliegen über die Luft. Horizon macht Werbung für Kram. fahrt ihr an dem Haus vorbei. Zeig mich doch mal Askin. Ich habe 3 Erfolge. So, das Haus ist gesund. Es ist traurig. Ja, es hat einen Hüter. Wie viel Magie hast du? 4. So viel! Er ist weniger stark als du. Ja. Kaban hat gewahrnehmen. Was willst du denn wissen, meiner? Alles. Wenn ein Stein locker ist in der Wand, den hätte ich gern. Kameras. Zum Beispiel. Dann hätte ich gern die Position und so weiter und so fort. Hast du. An den Eingängen und von ein paar anderen Gebäuden eher dann quasi, dass sie auch den Eingang des Hauses oder die Straße im Blick haben. Hat schon eine Abdeckung, sag ich mal. Die Kameras selbst sind tatsächlich auch zahlreicher in manchen besseren C-Gebieten als Moskau, aber das sind definitiv viele derart, die festprogrammiert sind, auf spezifische Dinge zu reagieren, wie zum Beispiel Schüsse und so ein Shit. Also die sind auch mit Mikrofon und so einem Kack ausgestattet. Aber werden höchstwahrscheinlich, viele werden auch, ja doch, die werden schon alles abspeichern, aber wieder finden. Vor allem, weil auch nicht wenige von denen, so 30% stadtbetrieben sind aus irgendeinem Grund. Und also das, du weißt ja, wie es ist. Genau. Achso, Flummi übrigens, der Hüter hat die Form eines riesigen, geilen Eis. Ein Hühnchenschamane? Na, ich sag mal, die genaue Art des Eis, du bist ja kein Ornithologe. Ein Kolibri-Schamane? Vielleicht ist es ja auch einfach ein Straußenschamane. Ein Dodo-Schamane. Vielleicht ist es ja auch so, dass das Ei einfach nur ein für was. Ein Kiwi-Schamane. Symbol ist für was anderes. Ein Fruchtbarkeitsschamane. Ja. Eine Wicker. Nein, ich finde Fruchtbarkeitsschamanen viel schöner. Fickt für die Magie. Ja. Daddy, wenn du später noch Fragen hast, kriegst du auch die Antworten. Ich bin sehr gut. So. Ist ein schönes Haus. Ich mag den Schamanen. Wie sieht denn so der dritte Stock aus? Per Glas, per Spiegelscheiben gehe ich mal los. Na aber sichi. Schade. Der verfickte Hacker.
scannt bestimmt auch die Signale hier in der Gegend. Wir sind doch so lang gefahren, richtig? Bitte? Sind wir so lang gefahren oder sind wir eher der Seite da durchgefahren? Achso, nein, ich werde an beiden Seiten, also das liegt an der Kreuzung. Also, ihr könnt unten und, also von links nach rechts und von unten nach oben gefahren sein. Also so. Ich glaube, du hast schon wieder eine andere Fenstergröße als ich, aber von links nach rechts und von unten nach oben halt. Von Westen nach Osten und von Süden nach Norden. Ja, zum Beispiel. Naja, ich bin halt quasi so jetzt. Einmal drumherum habe ich das gezeichnet. Naja, ja. Das habe ich schon gesehen. Ja, passt ja, stimmt ja. Gut. Dann würde ich gerne sehen, hier ist doch bestimmt die Eingangstür, oder? Ja. Okay, die ist mit dem Mac-Schloss gesichert? Ja. Wo sind hier die Kameras? Hier so, oder? Warte, ich mach dir ein paar Kameras dahin. So, dann machen wir mal. Ah, nee, lass den ganzen Scheiß mal, Das kann ich doch jetzt nicht mehr drücken. Ach, du bist... Zeichne das wieder. Warte. Das war sogar mir zu hässlich. So ungefähr. Das sind jetzt also auch die, die an anderen Häusern dran gepappt sind. Also an dem Haus gibt's jetzt nur zwei spezifische, offensichtlich drehbare, geile Geräte. Hat das Haus eigentlich einen separaten Kellereingang? Nope, es hat keinen Keller. Schade, hätte ja sein können. Auf jeden Fall sollte ich mindestens eine von den Kameras hacken, damit ich in der Nähe einen Knoten habe. Damit ich diese ganze Geschichte, die Karwan ja so leise angedeutet hat, durchaus übergehen kann, sprich, dass der dass irgendwelche sozusagen fremden Signale nicht von da kommen oder nicht da reingetragen werden von mir. Ja, was mich aber wundert, ist immer noch die Kamera. Warum sind hier keine Fenster? Weil Fenster teuer sind und die Miete dadurch angepasst wird, dass da sehr viel Werbung dran gepappt ist. Oh. Also da hast du jetzt, da wird beworben, der Moloko wird da beworben. Nee, Penispumpenshop24.de. Der zum Beispiel echt nicht. Der hat eher virales Marketing. Ist eher so Mundpropaganda. Nee, was weiß ich, was da beworben wird, halt Star Shake. Hm. Der Lanai weißt du, oder so, das ist ein bestimmt so ein Balkon, oder? Weißt du, was mir gerade einfällt? Alle Leute rechnen immer damit, dass jemand durch die Fenster kommt. Das wäre voll klug, wenn wir einfach durch die Wand gehen. Hm. Ich weiß noch nicht wie, aber damit rechnet auf jeden Fall. Genug Sprengstoff. Wollte ich gerade auch haben sagen. Haben wir ja nicht. Können wir ja hier nicht besorgen. Kavan, du kannst ja kochen. Ich glaube, der Nai ist sowas wie ein Wintergarten, ja. Ach, Proto, wo bist du nur, wenn man dich mal braucht? Wir sprengen die ganze Scheiße weg. Gasleck im Keller. Die haben nicht mal Fernwärme. Scheiße. Die haben keinen Keller und die haben kein Gas, aber sie haben Gasleck im Keller. Wir graben einfach riesiges Loch und dann füllen wir da Gas ein. Wir kaufen einfach alle Gasluftballons, das funktioniert leider auch nicht. Die sind mit dem falschen Gas gefüllt. Oh nein. Ach, das fällt erstmal nicht aus, ob da Wasserstoff oder Helium drin ist. Erst wenn es Peng macht. Ja, aber wir müssten ja an den Wasserstoff rankommen. Wir könnten einfach das ganze Haus mit Helium fluten und dann lachen sie sich einfach tot, weil sie so bescheuert klingen. Bis auf der Hacker, der ist mit VR eingestöpselt und kriegt alles nicht mit. Ach, Hacker sind scheiße. Das ist ja der größte Knaller. Genau. Wenn wir es schaffen, dass die nicht mehr mit ihm reden können und der VR eingestöpselt ist, weil er ja gerade arbeitet, dann kriegt er nicht mal mit, dass er stirbt. Naja, deswegen hängen die Hacker meistens immer noch irgendwie eine Drohne oder sowas in die Nähe, wo sie dann noch was mitbekommen. Oder nutzen die Kamera vom Comlink oder irgendeine andere Scheiße. Hacker sind so paranoid. Bedenkt ihr bitte auch, dass Hacker nicht zwingend VR sein müssen, um Matrix-Kram zu machen? Dann sind die aber schlecht. Ja gut, wenn du Systeme überprüfst,
musst du nicht zwingend in VR so völlig, weißt du? Doch, du verlierst mich Wahrnehmungswürfel. Nein, so. Nein, du bist kein Technomancer. VR gibt trotzdem Wahrnehmungsbonus. Oder? Nein. Nur HotSim gibt Bonus auf alles und VR bringt dir erstmal nur Inni. Und ein geiles Feeling. Jeder, der nicht VR ist, geht ja gar nicht richtig in die Matrix. Das stimmt, aber du weißt doch, man muss sich auch mal ein bisschen in Zurückhaltung üben. Hacker müssen das nicht. Ach so. Die werden auch nicht süchtig oder so nach VR. Und nee. nach heißem Sinn. Da erst recht nicht. Nee, also Hacker werden das. Jeder andere, klar, aber die nicht. Nee. Können jederzeit damit aufhören. Gut, also wie kümmern wir die jetzt? Ich würde sagen, der typische Blei durch den Kopf hilft immer. Aber die Frage ist, wie wir das machen. Wir können auch nicht einfach irgendwem was einschmuggeln, weil immer davon ausgegangen werden muss, dass der Hacker das checkt. Das Ding hat einen Hüter. Das heißt, ich kann mich zwar hinsetzen und beobachten von draußen, aber sonst nichts machen. Ja gut, wenn du dich von draußen hinsetzt, um das zu beobachten, kannst du nicht reingucken. Nein, aber ich kann gucken, was vor dem Haus passiert. Ja, na klar. Und wenn du in dem Haus einmal drin bist, kannst du drinnen auch zaubern. Ja. Jupp. Aber unbemerkt in dieses Haus hineinzukommen, ist halt nicht leicht. Ja gut. Was allerdings geht, ist, dass wir uns Bilder von den anderen Hausanwohnern besorgen. Und uns dann vielleicht verkleiden können, um dann erstmal so auszusehen wie die anderen Hausanwohner. Dann sieht nämlich, so genau wird der Hacker nicht hingucken, nehme ich mal an. Das heißt, es geht zumindest vielleicht, dass wir unbemerkt ins Haus erstmal reinkommen. Auch wenn wir keinen Schlüssel haben. Aber dass wir, oder wir klauen einem der anderen Hausanwohner einen Schlüssel oder sowas. Ja, einfach niederschlagen, Kommunikation mitnehmen. Dann hat man ja alles, was man braucht. Ja. Dann müssen wir aber erstmal noch ein paar Infos über die anderen Hausanwohner kriegen. Mhm. Das wäre aber nicht schlecht, weil dann könnten wir das tatsächlich so machen, dass wir dann auf jeden Fall einen Schlüssel haben und dann können wir uns vielleicht auch verkleiden und dann ist es halt egal, weil... Dann gehen wir einfach, meinst du wirklich Hausnummer-Methode einmal durch die Tür und dann rein? Na, es ist zumindest erstmal ich überlege nur gerade erstmal einfach. Ja, ja. Und es wäre zumindest eine Methode, ins Haus reinzukommen, ohne dass der Hacker sofort Alarm schlägt, weil er denkt, da kommt jemand Fremdes. Was ich die Befürchtung habe, dass der Typ ein absolutes Feiglingkind ist, sich in Maßarbeit verschwindet, dann irgendwie einen Seil nach draußen schmeißt durchs Fenster und abhaut. Na, wenn dann wirklich. Das wäre möglich, aber der ist ein echt körperlichen ziemlicher Hämpfling, so. Ja, so einer würde wahrscheinlich eher hingehen und sich eine dicke, fette Sicherheitstür da zwischen einbauen. Ja, und das sozusagen als Panic Room nutzen, bis dann die Kavallerie angeritten kommt. Das denke ich nämlich auch. Dann nehmen wir zwei Spitzhacken mit und gehen durch die Wand. Von Bedroom 2 nach Bedroom 1. Dann brate ich den einfach da drin. Gebackener Hacker. Jojo, schau dich in Richtung von TikTok. Ich schmeck nicht. Kommst du an Blendgranaten ran? Ich komme hier gerade an gar nichts ran. Ich habe hier niemanden, der mir was liefert. Na gut, Blendgranaten sind was ihr aber mitgenommen haben könnt, wenn ihr nicht alle wollt. Flashpacks. Nee. Richer. Nicht so Flashpacks machen überhaupt keinen Spaß. Es ist so schön. Einfach Tür auf, Blendgranaten rein. So, wie hoch hast du nochmal Wurfwaffen? Ja, total hoch. Ich kann das. Ach so. 2. Bam. Ich kann das wirklich. 2. Es wirft. Aber da muss ich jetzt Kaba nochmal verteidigen. Tür auf, Blendgranate rein, Tür zu. Ist ja wohl nicht so schwierig.
Ja, ich meine, die stimmt. Wohnung ist halt, wenn die nicht im Eingangsbereich stehen, könnte das da so reinwerfen, ist Kacke. Durch eine riesige Tür zu schmeißen, wird ja wohl möglich sein. So riesig ist die Wohnung jetzt ja nun nicht, dass er da Entfernungen zu überbrücken hätte. Die Wohnung ist schon relativ groß, guck dir das Ding doch mal an. Ja, natürlich ist die relativ groß, aber zumindest, wenn ich das so sehe, ins Wohnzimmer, wird er ja wohl was reinschmeißen können. Ja, um die Ecke würde, halt, ne? Ich würde sogar die ein, zwei Schritte ins Wohnzimmer reinmachen, also ne, durch den Entry reinmachen. Alter, jetzt wird's, na okay, wenn du solche fiesen Taktiken anwendest. Ich habe übrigens gerade beschlossen, dass das eine, wie ist denn das, eine offene Küche ist. Also das sind keine richtigen Wände, das sind bloß Theken. Ah, okay, ja gut, dann so wirkt sonst von der Raumaufteilung sehr merkwürdig und da sehe ich auch keine Tür, also. Das ist ja sogar praktisch, dann kann man hier quasi hinter dem Refugar quasi, hinter dem Kühlschrank Stellung Nummer 1 beziehen. Weil Kühlschrank ist für gewöhnlich dick aus Metall. Hält zwar auch nicht viel aus, aber mehr als eine Blechwand. Du meinst Brute Force, ja? Brute Force wäre eine Möglichkeit. Also Position 1. Position 2 ist doof, warte mal. Wenn man das so setzt, dann hat man doppelt den ganzen Raum abgeschaltet. Mit Schnellfeuerwaffen. Dann könnte man durchaus was bringen. Selbst wenn die dann hier um die Ecke kommen. Ja, ich kann möchte... Kann man den mit zweimal bestreichen. Ich möchte nur noch eins in den Raum werfen. Eine Sache. Prinzipiell habe ich überhaupt nichts gegen die Brute-Force-Taktik. Aber es ist gefährlich, ich weiß. Aber, ja, nicht nur ist es gefährlich, sondern... Also ich sag mal... Ihn da stößt er einmal mit dem kleinen Finger an und er fällt um. Und ich, also ich sag mal, nach der zweiten Kugel wird's kritisch. Ich weiß. Erfahrungsgemäß. Und also es wäre schon schön, wenn wir wenigstens einen irgendwie, also wenigstens einen zumindest schwächen oder ausschalten. Ich hätte jetzt echt, echt gerne meine kleine Knifte, mit der ich unbemerkt Injektionspfeile mit Betäubungs- oder Krankheitsvektoren verschießen könnte. Krankheitsvektoren hatte ich auch gerade dran gedacht. So eine kannst richtig schöne noch, Grippe. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir es vorhatten mit dieser komischen, hässlichen Reporterschlampe. Ja. Ne, die ja aus Versehen irgendwas drüber schwimmen und schwuppdiwupp hat die SMO-mäßig das Zeug drinne. Ja, genau. Das ist eigentlich echt geil, wenn man das mit der Ische macht. Genau, wenn die unten ist. Ja. Ihr das geben, irgendwas langsam Wirkendes, was sie aber in den nächsten Stunden ausnockt. Ja. Zum Beispiel Drogen. Schwierig ist es nur, ohne dass sie es merkt. Naja, wenn du so ein kleines Kind vorbeikommt und die aus Versehen Eis auf die Jacke packt. Oder wie auch immer, ne? Also es ist um 21 Uhr, ein Betrunkener, der vorbeistaukelt. Schätzlein, du hast ja eine schöne Buste. Da kriegt man von der einen gewatscht. Aber sie hat den Scheiß drin. Aber die ist bestimmt nicht doof. Also. Ich müsste mal ganz kurz, ich bin vor Behörde, ich müsste mal feststellen, ob das ja auch noch halbgreif sind. Schätzlein, du kannst doch jetzt gehen. Wenn wir ich haben doch noch ein durch die Rabatten ziehe, dann bist du für andere Kauf verloren. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht so richtig klappen will. Außerdem haben wir ja keine, aber es wäre eigentlich echt geil, die zumindest irgendwie auszuschalten. Ich würde der so gerne eine richtig fette Grippe verpassen. Ich sag mal so, wenn ihr schon irgendwie mit Grippe-Kampfstoffen Gedönskirchens anrückt, dann können wir das genauso gut auch durch die Lüftung einbringen.
Haben wir ja nicht. Wir haben ja keine Grippe, Viren. Außerdem würden wir denn ja, der wäre sofort als erst, der wäre wahrscheinlich noch vor der Ische krank. Und sobald der Zusteher krank wird, kommt sein Security-Team und holt ihn ab. Nein, du! Ach so, ja, das auch. Du nimmst doch alles mit, was dir auf der Straße entgegenkommt. Ja, aber nur, wenn sie hübsch ist. Ah, du schicker so Streptokokkus Geilus. Oh, geiler Norovirus, ne? Komm mal über mich rüber! Wir feiern jetzt eine Party im Bad. Einer von uns beiden wird noch abheben vor Freude. Endlich wieder Ebola. Ich hab's so vermisst. Schätzlein, wie geht's dir denn? So sieht's doch mal aus. Gut, also Krankheit fällt aus. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit irgendwelchem Zeugs aus, das sie dazu bringen könnte, irgendwie langsam, aber sicher irgendwie neben sich zu stehen. Vor allen Dingen so, dass es nicht auffällt. Es geht immer alles so schnell. Pilze könnten gehen. Du brauchst eine Inkubationszeit von 1 oder 2 Stunden. Und dann muss die flach liegen. Ja, ich glaube, von mir sprach da eher von Traumpilzen, nicht von Fußpilzen. Ich meine nicht Scheidenpilze und auch nicht Fußpilze. Ich meine. Du meinst die lustigen Pilze? Ich meine die lustigen Pilze, genau. Du meinst keine Hefe, du meinst die guten alten. Wie heißt der Stoff? Warte mal, Psilocybin-Pilze. Ja. Biote. Ich weiß nicht. Ich meine doch, die bräuchten eine Weile, bis die. Nee, so lange brauchen die noch auch nicht. Eine Stunde, also maximal eine Stunde. Und die brauchen so lange, weil man sie ja eigentlich isst. Das zusätzlich. Und wenn du sie mit DSMO in deine Blutbahn packst, dann sind die in der Blutbahn. Sag ich ja. Du magst es irgendwie, die Buchstaben zu... Die Wegstaben zu verbuchseln? Ja. Verdammt, das wollte ich gerade sagen. Bei ihm ist es ja auch mal der COE, nicht der CEO. Ja, ja. Deswegen sage ich immer doch Chef. Psilocybin hat eine relativ schnelle Wirkung eigentlich. Mist. Gibt's nicht irgendwas, was länger dauert? Die Frage ist, gibt es in Shadowrun nicht eine Möglichkeit, Stoffe irgendwie an irgendwas anzuknüppern, das erst verarbeitet muss, bevor es sie freisetzt? Ja, gibt's die so einen... Retardpilze. Oh. Ja. Es gibt so, wie heißt denn diese... Oh Gott, jetzt müsste ich jetzt mein altes Shadowtech ausgraben. Das sind so Nanokügelchen so ungefähr, die sich nach einer genau bestimmten Zeit auflösen und dann erst den Wirkstoff rauslassen. Das sowas dachte ich mir nämlich auch. Das ist natürlich jetzt nichts, was billig und schnell ist. Moment, ich gehe mal kurz an mein Regal. Na, es gibt aber auch gut, aber das muss alles irgendwie dann als Tablette oder sowas aufgenommen werden, das ist das Problem. Na, Kapseln sind halt schlecht, ja. Weil wenn das auflöst in der Flüssigkeit, dann ist ja schon wieder aufgelöst. Ja, in der Kapsel, also ich sag mal, wenn du es als feste Kapsel oder feste Tablette zu dir nimmst, geht's, dann ist das überhaupt kein Problem, aber... Wie kriegst du die feste Tablette in die Frau? Ja, das ist mein Problem. Naja, deswegen sagte ich ja, auflösen geht dann schon. Aber willst du die alte nicht mehr verführen und dir das dann irgendwie vaginal einführen? Klar. So ein schneller, kleiner Fick irgendwie um die Ecke. Die ist doch nicht hässlich. Nee, ist sie nicht. Wenn meine Vermutung eher stimmt, quatscht die jeden Tag mit ihrer Tochter oder ihrem Kind. Naja, siehst du, so eine Mutti. So. Das? Also, wozu so ein SR2-Buch nochmal gut ist. Catherines heißen die Dinger. Zumindest im Englischen. Und da kannst du ja halt die Zeit aussuchen. Hier sind Beispielpreise aufgelistet. Zum Beispiel eine Stunde Verzögerung wäre 25 Nuyen mal die Kosten von dem, was du da noch reinbringen willst. Du meinst also, bei Shadowrun 5 sind das Naniten? Er hat doch gesagt, Nanokapseln. Ja. Also, ja, nur Naniten werden natürlich dann kleine intelligente Maschinen, das sind halt jemand einfach so,
ja, Protein- oder Zuckerhüllen, wenn du so willst, die halt vom Körper selber aufgelöst werden. Und man halt genau weiß, okay, der Körper braucht so und so lange, um diese Dinge aufzulösen. Ja, du packst also zum Beispiel dein Strychnin oder sonst irgendein Gift in das Zeug rein. Der Typ frisst das und nach, weiß ich, einem Jahr, das ist hier auch aufgeführt, hat der Körper erst diese Dinger aufgeknackt und das Zeug kommt raus und der Typ fällt tot um. Das klingt erstmal sehr geil. Bleibt immer noch die Frage, wie kriegen wir das Zeug in die Frau? Die Verfügbarkeit davon, wie waren die da so? Musste man da echt lange drauf warten? Meiner einer sucht. Vielen Dank. In SF4 waren die auf jeden Fall sehr relativ gut verfügbar, meine ich. Da gab's die auch? Ja, yep, im Bodytech. Ich könnte mich bewegen, aber leider ist das nicht mehr möglich heute. Ja, ja, Hauptsache ich bewege mich wieder, ne? Ja. Ich kann mich aber bewegen, ich sehe es nämlich gerade. Ausgezeichnet. Alles wuselt. Ihr wollt Leute töten, ich finde das höchst verwerflich. Availability, 4/10 Tage. So. Wird knapp. Wo sind sie denn, liebster Deli? Moment. Straßenindex übrigens 2. Das sagt mir natürlich nichts. Bei BioWare ja, bestimmt die, nicht. Die doppelter Preis bei illegalen Käufen. Ah, okay. Ja gut, der Preis, der schien ja für die 3 Tage, die ihr bräuchtet, oder wenn es nur ein, also, ne, also klar. Der Preis scheint ja irrelevant. Ja, wenn wir ganz schlau werden, nehmen wir die richtigen für den Decker, ja, packen das Zeug in den rein, dann brauchen wir nicht das Ganze zweimal zu machen. Das stimmt, aber dann verlasst ihr euch natürlich einzig und allein darauf, dass der nicht auf eine Entschlackungskur fährt. Ich hoffe, dass das nicht just an dem Tag, der ging immer um 4 Uhr nachmittags raus oder sowas, ne? Außer einmal um 2, ich hab den Tag vergessen, also war es doch immer um 4. Ja, sei 4, sei 2 Uhr, also wenn der jetzt sich überlegt, zwischen 2 Uhr nachmittags und 23 Uhr abends auf der Entschlackungstour zu gehen, das muss schon eine verdammt krasse Entschlackungstour sein, damit die Scheiße aus ihm rauskommt. Außerdem kommt die Scheiße eh nicht raus, weil der Körper sie ja erstmal so nicht ausspülen kann, bevor die Dinger nicht abgebaut sind. Das ist ja das Schöne. Wie gesagt, du kannst da Dinger reinsetzen, die über ein Jahr im Körper ruhen, ohne dass die ihre Wirkung entfalten. Mhm. Das war jetzt auch nur metaphorisch für, keine Ahnung. Ja, ja. Den super geheimen Nierenfilter plus 8 hat. Schau zum klar. Beispiel. Auf Loch für Slaying. Zum Beispiel. Wie hießen die Dinger? Das muss Lenny sagen, was er meinte. Na, es gibt Nanowaffen, sowas sehe ich gerade. Also wirklich als Nanotech. Ja, die Ripper Nanotech. Karkarent Plus, also so. Ja, genau, Carsons. Ich nehme an, bei Chemikalien irgendwo, ne? Carsons Plus, also es gibt die einmal als Chemikalien und einmal als Carsons Plus, das sind dann Nano-Sachen. Carson Plus und Nanotech-Variante der Carson Holomolekularkugeln, Mann, die einen Stoff transportieren und langsam abgeben können, wenn sie den Körper zirkulieren. Und mit der Zeit zerfallen. Gewöhnliche Carsonen sind passiv und so. Stufe mal 2500 plus Droge. Und die gewöhnlichen? Ja, das sind die Carcass-Dings plus. Aber es gibt die ja noch in normal. Aber Chemikalien, da sind die doch bestimmt im Arsenal, oder? Das kann sein, aber ich bin mir da nicht so sicher. Chemikalien sind auf jeden Fall im Arsenal, nicht im Bodytech. Meinte, ich muss jetzt nochmal eine Datei bei mir aufrufen, ja? Nein, ich bin schon dabei. Ich hab das Arsenal auch noch hier stehen. Auf jeden Fall würde ich die passive Variante bevorzugen, weil, die kannst du nicht per Hacking aufspüren. Keine ja. Signale. Und sind wahrscheinlich billiger. Ziemlich, ja. So, die kosten 50 und haben Verfügbarkeit 3. Ja, gut. Na guck. Das klingt doch schwer nach gut sortierter Apotheke oder so.
Ja, auf jeden Fall. Okay, kannst du die Kosten 50, egal ob es von einer Minute bis zu einem Jahr. Musst du halt nur vorher festlegen. Ja gut, die Preisabstufung im Shadowtech, das war, naja, lustige Idee, aber Schwachsinn. Ja, finde ich nicht mal. Also ich meine, ein Jahr ist ja ein Protein oder was auch immer das da ist, schwerer herzustellen, was sich so langsam auflöst, um bei der gleichen Größe als für einen Tag. Ja. Sehe ich nicht so. Also ich kenne mich natürlich jetzt nicht in der Biologie so krass aus, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Du brauchst halt einfach ein Molekül, ja, das, sag ich mal, selten auf irgendwas trifft, was es auflösen kann im Körper. Ja, wo der Körper wenig hat. Irgendwann wird das halt klein kriegen, aber das kann also auch der billigste Scheiß sein. Aber dann würde er es, wenn er es nicht verarbeiten kann, noch einfach ausscheißen. Nein. In der Blutbahn kann der Körper das nicht, aber da sehe ich eher das Problem, dass du, dass der Körper es entweder als Fremdstoff erkennt und deshalb anfängt rumzumosern, gerade im Blut. Aber es spielt auch keine Rolle, das ist Shadowrun-Technologie. Also ich sehe auch ein, dass es schwierig ist, zum Beispiel da was zu finden, was halt tatsächlich langfristig wirkt, weil entweder du nimmst halt Sachen, die löst der Körper dann halt auch innerhalb von einer definierten Zeit auf, das kannst du machen, oder also gerade das mit Proteinen und so weiter, diese Hüllen und diese ganzen Sachen, das ist, also entweder er kann etwas verarbeiten oder er kann etwas nicht verarbeiten, und wenn er etwas verarbeiten kann, dann ist es regelhaft so, dass du nicht ewig dafür brauchst, es sei denn, du lagerst es irgendwo, das wird automatisch irgendwo eingelagert. Und der Mensch verliert dann von mir aus irgendwann an Gewicht oder irgendwie sowas. Dann kann sowas wieder freigesetzt werden. Aber es ist halt sonst, es spielt keine Rolle, es ist Shadowrun-Technologie. Also Leute, ich lege Folgendes fest zum Abschluss dieser Folge. Zu jedem Zeitpunkt, wo ihr jetzt in eine gut sortierte Apotheke fahrt, meinetwegen auch schlecht sortiert, kriegt ihr den Scheiß. Ihr müsst halt dann nur ein bisschen vorplanen. Wie weit, wann genau die Zeit ist, das werdet ihr aber sicherlich gerade so noch hinbekommen, mit einem Taschenrechner vielleicht. Und bedenket nur, es könnte theoretisch bei den allen Bluttests gefunden werden, in Klammern, ja gut. Ende. Penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Wie lange das einfach gedauert hat, bis wir das erste Mal ein bisschen Wettwerk machen. Das ist ja unglaublich. Aber endlich ist es soweit, endlich können wir die wahren Passionen ausleben, die die Spielercharaktere ja inzwischen haben. Es ist gut, dass TikTok ja schon rechtzeitig klargemacht hat, dass er auch gern mal Leute anzündet oder sowas und nicht so viel Probleme hat, Leute abzuschlachten. Obwohl ich mir sicher war, dass eine Auftragstötung, vor allem mit dem Hintergrund jetzt für Kaban und für sowieso, nicht so das Problem wird. Hat es mich doch überrascht, dass ja dein Körper Unterschiede macht, vor allem in der nächsten Folge. Ich glaube, hier war es aber auch schon so ein bisschen. Ich möchte bitte, dass vor allem die nächste Folge, ne, ich sollte wirklich mehr Hausaufgaben oder, nein, Beobachtungsaufträge vergeben. Beobachtungsauftrag für nächste Folge wird sich A nochmal den Prozess von Kabans moralischer Entwicklung genauer anzusehen. Vielleicht ein paar Notizen zu machen, das wäre ganz nett. Und das dann nochmal ins Verhältnis zu setzen zu der Folge, die dann zwei Wochen später kommt. Ich weiß, das ist langwierig, aber da ist ja bestimmt jetzt nicht so viel zu tun, da kannst du das auch mal machen. Wird nicht bewertet, aber ich sag mal, also Fleißnoten gibt's ja trotzdem noch in manchen Bundesländern, glaube ich. Ja, ja. Die Musik ist von Parasite.
mit dem, nein, von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mines mit Cheese My Own at Peace Garage. Das Bild ist von Evil TV mit Doomsday, aber recht auch scheiße noch wie Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills Bros.